5 Autos, die wahre Dauerläufer sind. Vorab eine kleine Info. Aufgrund von Renderproblemen und Krankheit meinerseits kam das Video nicht wie geplant letzte Woche, sondern erst heute. Ich bitte dies zu entschuldigen. Viel Spaß. Vielen ist es mittlerweile schon bekannt. Die materiellen Dinge heutzutage werden immer mehr auf Kurzlebigkeit gebaut. Dementsprechend gehen viele Dinge früher in die Biege, als es früher noch üblich war. Auch viele Fahrzeuge werden heute mit vielen Kilometern bereits abgeschrieben, aber man darf sich nicht immer von der Kilometerzahl blenden lassen. Genügend andere Faktoren deuten auf den Zustand des Fahrzeuges hin. Deswegen schauen wir uns heute die 5 Fahrzeuge an, die weltweit am meisten gefahren sind. Los geht's mit dem Video. Platz Nummer 5 holt sich wohl der meiste gefahrene Volkswagen in den 50er Jahren und darüber hinaus. Auch bekannt unter dem Namen Herbie mischte dieser in den verschiedenen Filmen als Rennwagen mit. Unser VW Käfer auf Platz 5 ist ebenfalls weiß, allerdings fehlen ihm die nötigen Decals, um sich als Herbie fühlen zu dürfen. Dieser Käfer wurde 1963 für $1.900 gekauft, seitdem lief das Fahrzeug sagenhaft mit 2,6 Millionen Kilometer. Allerdings musste neben den üblichen Verschleißteilen auch 7-mal der Motor gewechselt werden. Rechnet man dies aber allerdings hoch, dann hielt der Motor knapp 400.000 Kilometer. Diese Kilometerzahl ist selbst bei vielen Gebrauchtwagen noch nicht einmal erreicht. Apropos Motor, der Käfer wurde mit einem 1 Liter großen Vierzylinder angetrieben, der 30 PS und 74 Newtonmeter Drehmoment liefert. Bei einem Leergewicht von 740 Kilogramm erreicht der Käfer somit immerhin stolze 112 km/h. Platz Numero 4 sichert sich wieder ein Amerikaner, aber dieses Mal kein amerikanischer Fahrer, sondern ein amerikanisches Auto. Der 1963er Plymouth Fury war zu seiner Lebzeit als Taxifahrzeug in den Straßen von Montreal, Kanada in Betrieb. Jährlich fuhr der Taxifahrer 72.000 Kilometer, was etwa 5-mal so viel ist wie des durchschnittlichen deutschen Autofahrers. Sein 6,3 Liter V8 mit 230 PS musste durch Gutwartung nicht einmal gewechselt werden. Die Höchstgeschwindigkeit lag bei knapp 200 km/h. Immerhin 36 Jahre hielt das Fahrzeug durch, ehe es 1999 bei einem Unfall mit einem LKW zerstört wurde. Zu dem Zeitpunkt standen 2,6 Millionen Kilometer auf dem Tacho des Plymouth. Platz Numero 3 kommt wieder aus Europa und zwar aus dem schönen Skandinavien. Der Volvo 245 GL war hier ein Fahrzeug eines Logistikunternehmens, welches seit seiner Zulassung im Jahre 1979 als dessen Firmenwagen in Betrieb war. Eine besondere Story dazu gab die Firma nicht an. Sie sagte lediglich, dass das Fahrzeug immer mit Sorgfalt gefahren wurde. Dies machte sich bezahlt, denn immerhin schaffte der Volvo so 2,62 Millionen Kilometer auf sein Tacho. Beliebt war der Volvo aufgrund seines Platzangebots weltweit. Sein 2,1 Liter großer Reihenvierzylinder leistete hier 97 PS und 170 Newtonmeter Drehmoment. Damit sprintete dieser in 14 Sekunden von 0 auf 100 und erreichte eine Höchstgeschwindigkeit von 160 km/h. Platz Numero 2 geht an ein deutsches Fabrikat. Das unter dem Spitznamen Blaue Legende laufende Fahrzeug aus Griechenland entpuppte sich allerdings als ein Mercedes 240D. Dieser Mercedes war in Griechenland ebenfalls als Taxi eingesetzt. Seine Laufzeit war nur verhältnismäßig kurz, denn das Taxi fuhr nur zwischen 1981 und 2004. Diese ergaben eine jährliche Fahrleistung von knapp 200.000 Kilometer pro Jahr oder knapp 500 Kilometer am Tag, also insgesamt 4,6 Millionen Kilometer. Laut meiner Einschätzung dürfte der Taxifahrer ja wohl fast ausschließlich Landstraße, Schnellstraße oder Autobahn gefahren sein, damit diese Kilometerzahl in sein Arbeitspensum erreichen kann. Das Jahrende des W123-Taxis fand er in den Händen von Mercedes selbst, die ihn für ihr Museum von der Straße holten. Als Ausgleich bekam der Taxifahrer eine damalige nagelneue C-Klasse. Wenn er diese immer noch hat, dann dürfte sich diese ja langsam wieder an der 4-Millionen-Marke knabbern. Ausgestattet war dieser mit dem OM616, einen 2,4 Liter großen Vierzylinder-Dieselmotor mit 65 PS und 137 Newtonmeter Drehmoment. Ob sein jetziger Mercedes vielleicht bald noch Einzug hier finden wird, wird sich zeigen. Und zum Schluss Platz Numero 1, dieses Mal wieder ein Kandidat aus dem schönen Schweden. Der Volvo P1800 hat es als unseren Platz 1 auch ins Guinness Buch der Rekorde geschafft. Mit diesem Volvo ist er immerhin stolze 4,9 Millionen Kilometer gefahren, was nochmal etwas mehr als das Taxi aus Griechenland ist. Man muss aber auch beachten, dass dieser Volvo weniger ein tägliches Arbeitstier für die Wünsche des Fahrers war, immerhin war es ja kein Taxi. Die Worte, die Besitzer Yves Gordon dazu sagte, hatten auf jeden Fall Hand und Fuß.
Er empfahl, immer die Wartungsrichtlinien zu befolgen, regelmäßiges Waschen, nur Originalteile zu verwenden und zuletzt das zu machen, was das Handbuch verlangt und nicht der Händler. Die Leute, die das Auto gebaut haben, haben es schließlich auch geschrieben. Auch wenn der Motor zur heutigen Zeit eher unspektakulär war, ist er ein wahrer Dauerläufer. 1,8 Liter Hubraum aus 4 Zylindern, welche zusammen 96 PS und 143 Newtonmeter Drehmoment liefern. Dies machte immerhin eine Höchstgeschwindigkeit von 173 km/h möglich. Abschließend möchte ich gerne noch ein paar Worte an euch wenden. Wie gefallen euch solche Fahrzeugrankings abseits der bisherigen Videos zu Kaufempfehlungen? Würdet ihr sowas gerne häufiger sehen? Und wenn ja, zu was noch? Schreibt es mir gerne doch mal in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst dem Video doch gerne ein Like und ein Abo auf meinem Kanal da. So können wir dann endlich die 500 Abonnenten knacken. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Tschüss!